Stellt euch mal vor, ihr seid 14. Ja, okay, die meisten von euch müssen sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Aber so ein 14-Jähriger, was hat so ein 14-Jähriger im Kopf? Wenn ich so an meine alte Zeit zurückdenke, Clash of Clans, Schule, Freunde und... Für Fortnite! Bro, ich meine, das war ich mit 14. Und ich kann mich ganz genau noch so an die Zeit von mir damals erinnern, wenn du damals eine Freundin hattest. Bro, du warst Endgegner, du warst Boss. Aber das waren dann so meistens so WhatsApp-Beziehungen so. Hey, WM, ND, wie geht's? Gut, dir? Willst du mit mir zusammen sein? Ja, okay. Aber stell dir mal einfach mal vor, du wärst 14 und hättest, während du 14 bist, eine 22-jährige Freundin. Ist das nicht cool? Oder das ist einfach strafbar. Und genau so geht's auch Maike. Maike ist 22 Jahre alt und hat einen 15-jährigen Freund, der, als er 14 war, sie geschwängert hat. Bei mir geht es darum, dass ich halt 22 bin und einen 15-jährigen Freund habe. Einen 15-jährigen Freund? Ja. Wie lange schon? Seit 2 Jahren. Wie bitte? Wow. Du warst 20 und er war 13. Bruder, mit 13 hatte ich nicht mal ein Handy. Ne? Mit 13 habe ich nicht mal Aufnahmen. Die letzte Aufnahme, die ich finden konnte... Digga, mit 13 habe ich noch auf diesem Ding hier gespielt. Da warst du 20 und er war 13? Ja. Da hast du die strafbar gemacht, ist ja klar, ne? Ja, aber. Nichts aber. Wir hatten erst ab dann, als er 14 war, Sex. Ach so, ja, natürlich. Erst als er 14 war. Das ist ja dann legal auf einmal. Bruder, dieses Land ist auch so komisch, Digga. Mit 14 ist einfach legal. Ich wiederhole, mit 14. Sind die Eltern eingeweiht? Mittlerweile ja. Mittlerweile ja. Das müsst ihr euch einfach mal vorstellen, Digga. Mit 14, das wäre mir so dermaßen unangenehm, zu meiner Mutter hinzugehen und sagen so, yo, ich habe eine Freundin, die ist 22. Weil ich mich einfach in ihn verliebt habe. In ein Kind? Nee, Bruder. Aber der Junge war 13. Da ist man doch noch ein Kind. Und du bist 20, da hast du eine ganz andere Vorstellung. Guck mal, genau das habe ich mir auch gefragt, ne? Mit 20, so, wenn ich jetzt reflektiere, so, ich bin 21, Bruder, ich bin schon Opa einfach. Ich habe so ganz andere Vorstellungen, als ich 14 war. Bruder, mit 14, da hast du Clash of Clans gespielt, da wolltest du, dass dein Rathaus endlich mal Level 10 wird und so. Jetzt mit 21 willst du, dass dein Rathaus Level 15 wird. Nee, Bruder, keine Ahnung, Junge. Du willst halt Geld verdienen, im Leben klarkommen und so weiter und so fort, ne? Wirkt ja halt auch wesentlich älter als 13 damals. Ich habe ihn kennengelernt und ich dachte, der wäre 17 oder 18 Jahre alt. Also äußerlich auch schon sehr entwickelt und sieht älter aus, wie das öfters mal so vorkommt. Bruder, mit 13 sah ich so aus. Ich meine, ich werde jetzt manchmal immer noch nach Ausweis gefragt, wenn ich eine Flasche Wein hole. Und Wein ist ab 16. Guck mal, die Frage, die ich mir jetzt so stelle, okay, die sind zusammen. Wie sieht dieses Zusammensein eigentlich aus? Ja, wir haben jetzt noch eine 8 Monate alte Tochter zusammen. Wie bitte? Das heißt, das ist gezeugt worden, da war er 14, oder? Da war er 14, genau. Mama, wo ist Papa? Papa ist noch in der Schule. Papa spielt noch Fortnite. Beim ersten Mal? So ungefähr, ja. Beim zweiten Mal. Ey, wow, wirklich. Ich habe keine Ahnung, wie der Typ aussieht, ne? Vielleicht ist es auch irgend so einer, der so sagt, so, yo, ich bin eigentlich nur 14, um, keine Ahnung, Kindergeld zu klauen oder was weiß ich, man, keinen Plan, Mann. Aber wenn der Typ aussieht wie 18, was ich mir wirklich nicht vorstellen kann. Der Typ geht in die Schule, ich glaube so in die 7. Klasse oder mit welchem Alter man da geht, keine Ahnung. Und der hat nur so Kinder um sich rum, Mann. Ich meine, der muss so 7+7 rechnen, der kommt so nach Hause, er hat so Sohn einfach. Warum habt ihr nicht verhütet? Wahrscheinlich, weil bei ihm so klein war, Digga, dass nichts gepasst. Wir wollten ein Kind. Wie bitte? Vor allem er wollte, weißt du, er wollte. Der so, yo, ey, was geht? Ich will unbedingt. Der schreibt übermorgen seine Bioklassenarbeit, ja, über Zellen. Er wollte. Ja, bestimmt wollte der. Ihr wolltet, du wolltest ein Kind mit einem 14-jährigen Jungen? Ja, weil wir verliebt sind. Wir lieben uns wirklich. Das ist schwer vorzustellen. Er kümmert sich sehr liebevoll und rührend um die Kleine. Nein, shit, ey, alles klar, Mann. Er ist ein guter Vater, obwohl er erst 14 ist. Er kümmert sich ganz liebevoll. Ich weiß gar nicht, wie sein Alltag eigentlich so aussieht. Ich meine, wenn er so in der Schule sitzt, ne, und mit seinen Kollegen so redet, so, yo, was geht, was sollen wir heute Abend machen? Sollen wir heute eine Runde Fortnite spielen? Sollen wir heute Basketball spielen oder sowas? Sagt er einfach, nee, Mann, ich muss auf meine Tochter aufpassen. Mit 14! Also der Junge lebt noch bei seinen Eltern? Bei seiner Mutter, die Eltern sind getrennt. Und wie oft seht ihr euch? Im Moment 2-mal die Woche, sonst 4-5-mal, also 3-4-mal, ist unterschiedlich. Warum nur 2-mal die Woche?
Weil er im Moment Praktikum hat, weil er ja noch zur Schule geht. Aber ey, der ist guter Vater, Digga. Der macht ein Praktikum, ja. Die sehen sich zweimal die Woche. Der darf nicht mal bei ihr übernachten. Wenn er 16 wird, darf der dann auch öfter beim Übernachten. Das erlauben seine Eltern im Moment noch nicht. Mhm. Aber der ist Vater. Und sonst, wie läuft es sonst noch so mit Arbeit, Gehalt, Steuern? Mittlerweile wird unsere Beziehung von allen akzeptiert, weil also alle im Umkreis merken, dass das, was von Dauer ist. Warte, was? Von Dauer? Bruder, mit 14. Bruder, mit 14 fandest du alles geil, was, keine Ahnung, sich bewegt hat, Junge. Dein Ding stand jede 2 Sekunden, ja, weil du mitten in der Pubertät bist. Heute findet er die geil, morgen findet er die nicht geil. Ah, von Dauer. Ich sehe diesen Typen Domian, Digga. Ich bin genauso geschockt wie er. Das war meine letzte Frage. Meine letzte Frage war gewesen, achso, ob die Mutter so den Kontakt, wie er jetzt läuft, auch komplett akzeptiert. Sie akzeptiert ihn und sie bezahlt ihm sogar die Fahrtkosten, weil er 24 Kilometer mittlerweile von mir entfernt wohnt. Die bezahlt ihm wahrscheinlich auch der Sprit. Ach so, ja, Entschuldigung, er ist 14. Der Typ hat nicht mal ein Auto. Der kriegt Busfahrkarte geschenkt. Ey, nichts gegen Busfahren, aber der hat mit 14 eine Tochter, Digga, und hat nicht mal einen Führerschein. Hast du ihn gefragt, ob er auch ein Kind will? Wir haben drüber gesprochen, ja, und er wollte dann auch, ja. Wow, also das ist wirklich crazy shit. Der wollte auch ein Kind. Digga, heute will der Kind, morgen will der Fortnite Season Pass Level 24. Aber er lebt, wie du gerade sagst, bei der Mutter. Genau. Es gibt da noch einen Vater, der aber auch ein Wort mitspricht. Und beide sagen, dass sie nicht möchten, dass er oft bei dir schläft. Die Mutter würde das schon eher akzeptieren, aber der Vater, der ist halt total gegen unsere Beziehung. Ach so, das heißt, der ist dann... Der ist auch der kann mich nicht leiden. Warum wohl? Warum kann der Vater dich nicht leiden? Liegt bestimmt dann, keine Ahnung, deinem Namen oder so. Oder... An deinem Alter vielleicht. Ach, keine Ahnung, Mann. Was hat der denn dann gesagt, als du auch mal schwanger wurdest? Ja, der hat mir dann eine Anzeige verpasst. Ach. Wirklich, dieses Video wurde vor 6 Jahren hochgeladen und in der Beschreibung steht Sendung vom 18.11.2011. Das ist jetzt 13 Jahre her ungefähr. Der Typ müsste jetzt schon 27 sein und sie müsste schon über 30 sein. Ich wirklich, wirklich, mich würde mal interessieren, ob die immer noch zusammenleben. Wie sich das Ganze entwickelt hat und ob die wirklich irgendwie, vielleicht haben die ja schon ihr 4. Kind gemacht oder sowas. Aber auch generell, ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Ich meine, okay, dann sind die so zusammen irgendwie eingeladen. Ich meine, diese Maike führt ja wahrscheinlich auch ein ganz normales Leben und hat Freunde und so weiter, dann wird die halt so auf eine Geburtstagsfeier eingeladen und ihr wird dann so gesagt, jo, du kannst gerne deinen Freund mitnehmen oder sowas. Dann kommt die so mit so einem Kind und die sagen so, ja, ich habe gesagt, du kannst deinen Freund mitnehmen und nicht deinen Sohn. Das geht. Ja, wir haben zwar nur Bier, aber ich kann dir Apfelsaft aus dem Keller auch holen. Ja, ich möchte natürlich mit ihm meine Zukunft verbringen. Also wie gesagt, grundsätzlich finde ich das bedenklich und hätten wir uns vorher unterhalten, hätte ich dir massiv davon abgeraten, natürlich, gar keine Frage. Jetzt ist es aber, wie es ist und dann finde ich es schön, dass ihr einen guten Kontakt miteinander habt und hoffe, dass das auch lange bleiben wird. Dieser 14-Jährige, der checkt doch gar nichts, Digga. Der fand das einfach mal nur cool, seinen Lümmel irgendwo reinzustecken. Der hat dann davor seinen 14-jährigen Freund in der Schule angegeben, die immer noch auf Clash of Clans irgendwo rumhängen und er so, no, Bro, heute gebumst und so. Der hat wahrscheinlich noch gar nicht gecheckt, was das so für Auswirkungen hat. Ich meine, der trifft die 2x die Woche. Der muss nichts machen für das Kind. Der denkt, das ist so wie Haustier oder so. Bro. Wie gesagt, mich würde echt mal gerne interessieren, wie die heute leben und ob die heute noch zusammen sind. Was denkt ihr darüber? Schreibt es gerne in die Kommentare. Findet ihr, ist völlig normal? Oder findet ihr, wow. Puh. Checkt auf jeden Fall noch meinen Discord-Server ab. Link ist in der Beschreibung und ciao. Genau.